Hi, meine süßen Perlchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für alle anderen süßen Perlen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal. Dann das School of the World. Immer noch, genau. So, meine Lieben, wie ihr bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es heute wieder um das Trash-Wander-Paket. Genau, wenn ihr wissen wollt, was in dem Trash-Wander-Paket drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, wie ich bereits gerade gesagt habe, es geht wieder um ein Trash-Paket. Und zwar dieses Mal geht es um dieses Trash-Paket, wie die liebe Yvonne von Himbeer, dem Kanal Himbeer Süß Sauer ins Leben gerufen hat. Mein Gott. So, auf jeden Fall ist das Paket mega schwer. Ich kann es nicht hochheben, oder? Versuche ich es doch hochzuheben? Das ist das Paket hier. Ist zwar nicht so groß, aber es ist mega schwer. Ich bin gespannt, was in diesem Paket drin ist. Wie gesagt, in diesen Runden sind mit drinne, nicht im Paket, aber in diese Runde, ne? Mit in diesem Paket, nicht in diesem Paket, mit in diesen Runden sind auf jeden Fall die liebe Yvonne vom Kanal Himbeer Süß Sauer, dann die Annika und Vanessa von Chaotisch mal anders. Mein Gott, ich lerne es nie. Chaotisch mal anders. Entweder kommt es bei der Annika an, die wechseln sich nämlich immer wieder ab, ne? Mal die Annika, mal die Vanessa. Dann natürlich die Larissa von dem Kanal Beauty Please by Lara. Und die liebe Margarita vom Kanal Margarita Make-up und mehr. Und meine Eins natürlich, ne? Genau. So. Ich werde das Paket jetzt mal eben schnell öffnen. Ich bin gespannt, was drin ist. Habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich hoffe, dass ich was gebrauchen kann. Wirklich gebrauchen kann. Nicht nur, weil ich das toll finde, dass ich also wirklich benutze. Ne? Weil ich habe schon so viel. Ich bin gespannt, ob ich hier mein Lieblingsprodukt drin finden werde, was ich gebrauchen kann. Oder was ich noch nicht getestet habe, wo ich mich riesig für interessieren könnte. Genau. Ich öffne mal eben und dann machen wir weiter. So, ich habe das Paket geöffnet. Ich muss mal eben mein Heftchen hier runter, mein Spickzettelchen eben drunter machen. So, geöffnet habe ich es, ich habe noch nicht reingeschaut, weil ich finde es immer interessant, ne? Bevor man reinschaut, also ungeöffnet das Paket öffnen und vor der Kamera dann den Wow-Effekt zu haben. Genau, so, hier ist natürlich ein Zettelchen drin, wo alle Namen nochmal draufstehen und die Adressen. Die werde ich euch natürlich nicht zeigen, ne? Das geht natürlich nicht. Genau, nochmal Papier, 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 Papier. So, als erstes kommt mir ein kleines Täschchen entgegen. Das hatten wir jetzt schon öfters gehabt. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Ich hoffe, dass wir schöne Schätze finden werden oder ich schöne Schätze finden werde, die ich gebrauchen kann. Okay, von Isana Baby Hair Styling Stick. Habe ich noch nicht getestet, habe ich noch. Das war, glaube ich, letztens in der Pinkbox drin. Finde ich gut, aber ich habe noch. Hab noch zwei im Backup. Deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern. Ja, genau. Schade. Ist ein tolles Produkt, aber ich habe noch. Ja, dann haben wir hier einen Pinsel drin. Ich glaube, der war von Catrice. Von der Caviar Go-Reihe. Finde ich gar nicht so verkehrt, ne? Ich habe es nicht berührt, ne? Meine Hände sind auch defiziert. Aber ich habe es nicht berührt jetzt hier. Ich mache nur so Schein, Schein, Wischi, Wischi. Aber ich glaube, den werde ich behalten. Ich glaube, den finde ich gar nicht mal so verkehrt. Für Creme Blush oder für Make-up aufzutragen. Der ist nämlich ziemlich fest. Den finde ich gut. Den behalte ich. Warte mal, müssen wir tauschen. Das geht. Nee, oh, mein Parfüm. So. Machen wir auf dem Nicht-Weiter-Stapel und das bleibt hier. Doch, Nicht-Weiter-Stapel und Weiter-Stapel. Okay, dann haben wir nochmal die Spangen drin. Die hatten wir ja letztens schon drin. Die werde ich euch jetzt mal nicht zeigen. Ich werde euch auf jeden Fall das alte Trash-Paket-Video nochmal hier verlinken. Hier verlinken, genau hier auf der Seite kommt das, ne? Genau, da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Sonst dauert das Video zu lange. Sind auf jeden Fall diese Klemmerchen, wenn man schöne Hochsteckfrisuren macht, ne? Dann haben wir noch mal Schmuck drin. Den hatten wir letztens auch schon drin, den Schmuck. Ne? Die hatten so, so schwarze Bluse oder so, ne? Aber das ist nicht so mein Ding. Und hier ist noch so eine Kette, die war letztens nicht drin. Ja. Dann haben wir noch mal diesen Pinsel, aber der geht weiter. Da arbeite ich nicht so gerne mit.
So, was haben wir hier noch? Ach ja, dann noch mal eine Tagescreme von Biana. Rein natürlich wertvoll, die geht auch weiter. Genau, die interessiert mich jetzt nicht so. So, werde ich das nochmal hier reinpacken. So. Dann haben wir nochmal Schächtelchen. War ja auch letztens drin, ne? Okay, hier sind Masken drin. Gucken wir mal, ob was Interessantes dabei ist. Ich gucke mal eben für mich und dann für euch. Oh, vielleicht die. Dafür interessiere ich mich vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, was von mir war. Ich lasse es einfach drin. Das wiederholt sich ja meistens. Okay. Okay. Ja, wir haben hier verschiedene Masken. Ne? Einmal diese Crememasken, Cremegeschichten, Hellaufmasken, Shea Butter, dann diese Geschichten. Ne? Da sind so Tiermotive drauf. Die und die. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich reingepackt habe. Ich muss jetzt auch immer so ein Washi-Tape, werde ich jetzt in Zukunft drauf machen, weil ich echt nicht weiß, was ich reingepackt habe. So, das geht weiter, aber ich habe mir eine ausgesucht und zwar nochmal, auch von dieser Firma, diesmal habe ich eine Tuchmaske mit Vitamin C für strahlenschönen und Ton, beugt Hautalterung vor, spendet Feuchtigkeit. Diese werde ich mir mal rausnehmen. Die finde ich interessant. Genau, schon mal zwei Produkte. Oh, da ist eine schöne Tasche drin. Und wir machen jetzt erstmal mit der Schachtel weiter. Ich glaube, hier ist Tee drin, ne? Aber hat man jetzt öfters schon gehabt, Tee, ne? Aber ich denke mal, diesmal werde ich mir keinen Tee rausnehmen, weil ich habe immer noch den anderen Tee. Innere Kraft, Zitrone, Ingwer. Oh, ist auch lecker. Hüttenzauber, Minze, Ingwer ist auch nicht schlecht. Bio-Kräutertee. Bio-Kräutertee nochmal hier für die Nacht. Nighttime. Habe ich auch noch. Ich habe immer noch den anderen, den ich mir letztens rausgenommen habe. Sahne-Karamell. Hört sich ja gut an. Nein, ich darf nicht. Ich habe noch so viel Tee. Ich will immer Tee trinken und Entegep trinken. Ist doch kein Tee. Sonnenscheintee ist auch lecker. Aber nein, diesmal nicht. Und Rooibos-Tee. Und dann haben wir noch Frühlingstee drin und persischer Granatapfel. Der Tee soll auch lecker sein. Dieser hier. Aber die werden jetzt erstmal alle nochmal weiter wandern. Da kommen bestimmt nochmal Chancen, wo ich mir Tee rausnehmen kann. Aber ich muss erstmal selber verbrauchen. So. Mal gucken, wie wir das hier alles machen. Ob ich das alles hier hinkriege, weiß ich nicht. So. Dann kommt ein Täschchen mit pflegender Cremeschaum. Schade, dass das kein Duschschaum ist. Pflegender Cremeschaum von Belou. Ich weiß gar nicht, habe ich da reingepackt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, nee, das habe ich nicht reingepackt. Da ist ein anderer Washi-Tape drin drauf. Und das weiß ich auch nicht. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich lasse es drin. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auch ein pflegender Handschaum auf jeden Fall. So, das war von mir, das weiß ich. Von Alverde. Okay. Gut, da muss ich es austesten. Das war von mir. Das weiß ich. Das nehme ich dann raus. Und dann haben wir einmal nochmal... Oh, das war nicht schlecht. Aber das ist so immer so schnell leer. Von Mio. Sun Body Wash. Machen wir mal so Abkürzung. Das fand ich nicht schlecht. Das riecht auch ein bisschen sommerlich. Ich überlege mir das. Und eine Aha Glow Mask. Ich weiß nicht. Ich lasse das mal drin. Nein, das geht diesmal weiter. So. Die Sachen gehen weiter. Dann haben wir eine neue Box drin. Die war vorher nicht drin. Die ist ja schön, ne? Die Box. Ich mag ja solche Farben. Das ist auf jeden Fall schwer. Okay, was haben wir hier? Oh, von Lauf. Eine Glow-Palette. Die sieht interessant. Das mag ich ja, wenn das so stabil ist, ne? Nicht so. Obwohl, Pappe soll ja besser sein. Oh, das gefällt mir. Ich glaube, das muss ich behalten.
Ich habe noch keine von Love. Ich glaube, die behalte ich. Die finde ich gut. Ja. Die behalte ich. Dann können wir wieder schön testen. Dann können wir bald ein Love-Schminky machen. Okay, der war auch von mir. Der war von mir, von Hypoallergenik. Dieser Stick. Highlighter-Stick. Das weiß ich, der war von mir. Hier haben wir von YouLift Tinted Action Cream. Die habe ich selber. Die, ich finde die, kann aber auch sein, wenn man was drunter packt, dass, wenn die Haut vorher schon so reichhaltig mit Creme versorgt ist, dass sich das wie Würstchen so abhält. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden das, glaube ich, nochmal testen. Ich habe die da, die Creme. Das ist eine getintete Tagescreme. Ja, aber wie gesagt, die geht weiter, weil ich habe diese schon. Genau. Das ist auch von mir gewesen. Hatte der Stefan mal für mich geholt. Obwohl, ich brauche das gar nicht. Ich habe was anderes. Ist für ein Handy. Kann man das so reinmachen, ne? Die Finger und dann kann man das Handy so hin und her und dann fällt das nicht runter. Okay. Kommt dann auch wieder zurück. Nicht schlimm. So, was haben wir denn hier? Von Catrice Matte Lover Lipstick Pen. Könnte so meine Farbe sein. Finde ich nicht schlecht. Kenne ich auch noch nicht. Ich überlege. Ich mag ja solche Farben. Ich werde den erstmal auf dem Vielleichtstapel machen. Semi-matt. Ist nicht schlecht. Rosé. Moon Rosé. Ich glaube, den werde ich mal zur Seite packen. Finde ich gut. Von Bella Prayer habe ich selber. Das ist ein Rouge. Kann ich euch nur empfehlen. Auch wenn das ein loser Powder ist. Den finde ich gar nicht mal so verkehrt. Der macht ein schönes Finish auf der Haut. Finde ich eigentlich nicht verkehrt. Das ist toll. Wirklich toll. Zwar nicht was für tagsüber, mehr eher was für abends. Aber ist okay. Jetzt haben wir ein Quanchi hier. Ein Quanchi. Finde ich nicht schlecht, aber ich habe jetzt meine Haare abgeschnitten. Obwohl, wenn ich die Haare alle nach oben mache, dann habe ich so eine riesengroße Palme. Das wird noch funktionieren, aber die geht weiter. Fühlt sich auf jeden Fall toll an. Ja, oh, warte mal, ich muss auf der Seite stellen hier. Sonst komme ich gleich durcheinander. Ist nicht schlecht, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja, geht aber weiter. Dann haben wir von DM ein Pflegestift. Ich weiß nicht, war der von mir? Ich weiß nicht. Ne, geht erstmal weiter. Kann sein, dass der von mir gewesen ist. Ich weiß nicht, ich lasse drin. Wie gesagt, das geht ja eh noch zur Vanessa. Vielleicht hat die Vanessa noch nicht geguckt. Von Monoskin. Ja, das ist, glaube ich, meins. Ah, ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Monoskin ist nämlich wirklich eine gute Marke. Aber mir brennt das im Gesicht. Das ist ein Enzym. Also ich komme damit nicht klar. Oder ich werde es nochmal testen. Ich hatte das einmal getestet. Man soll es eigentlich auch nur 1-2 Minuten drauf lassen und dann, oder 5-10 Minuten, 1-2 Minuten einwirkt und so reinigen. Und 5-10 Minuten drauf lassen. Ich werde es nochmal probieren. Ich werde es nochmal testen selber. So, was haben wir hier Schönes? Okay, von Sephora. Ein Einzel-Eyeshadow Glitter. Das sieht toll aus. Die Verpackung sieht ja toll aus, ne? Schaut mal. Schlecht ist es nicht. Ich will aber jetzt auch nicht swatchen. Oder? Nein. Es geht weiter. Obwohl ich das sehr interessant finde. Sehr interessant. Was geht weiter? So. Plumping Nude Lip Gloss von Essence. Den habe ich selber. Ich glaube, den habe ich auch so aussortiert. Den habe ich selber. Nicht schlecht. So, dann haben wir hier nochmal zwei Eyeshadow-Paletten von Clinique. Habe ich auch selber. Hier. Also für tagsüber ist das gar nicht mal so verkehrt, die Farben. Das sind sehr tagestaugliche Farben drin. Habe ich auch noch nicht getestet. Aber habe ich. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. War ja, glaube ich, letztes Jahr, ne? Aus dieser Limited Edition. Letztes Jahr.
So, und dann haben wir nochmal von Essence die Bell Palette. Ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Auf den Wagen bin ich jetzt nicht so drauf gestiegen. Hat interessante Farben. Kann ich mir wieder toll vorstellen. Auch für ein Tages-Make-up. Wir haben ein kräftiges Look für abends. Ja, schlecht ist es nicht, aber die können gerne weiter wandern. Ja. So, dann haben wir diese Schachtel geschafft. Einpacken werde ich das gleich alles. Genau. Machen wir gleich. Noch habe ich ja hier Platz. So, dann haben wir noch eine Glossy-Box. Ja, hier. Immer alles schön eingepackt, ne? Oh, ein Haarreifen. Das ist nicht schlecht. Und jetzt scheint ziemlich weich zu sein. Okay. Ich glaube, den behalte ich. Finde ich gut. Ich muss mir überlegen. Ich finde den gar nicht so verkehrt. Ne? Den finde ich gut. Ja, schön. Den werde ich mal aufstapeln machen. Von Eucerin ein kleines Pröbchen, ein Serum. Prickel, was steht hier? Für unreine Haut auf jeden Fall. Kleines Pröbchen. Geht weiter. Ah, ein Micellenwasser, Make-up Remover, Face und Eyes. Habe ich vor kurzem erst leer gemacht. Fand ich gar nicht so verkehrt. Aber ich habe noch. Ich habe hier noch stehen. Ich habe hier noch stehen. Na, geht weiter. Make-up Remover, Micellenwasser. Bin am Überlegen. Oder mache ich den vielleicht auch vielleicht Stapel? Nee, der geht weiter. Ich habe ja noch von Dings, nehme ich ja immer. Ach, haben wir Wimpern? Wimpern gehen ja auch immer, weil ich auch viel experimentiere. Wimpern, Wimpern. Die sehen gut aus. Die sehen schön voll aus. Finde ich gut. Schaut mal. Ich glaube, die werde ich mal aufstapeln machen. Vielleicht tausche ich die aus mit den anderen Wimpern, die ich habe. Ich weiß nicht, ich habe diese Wimpern schon. Aber die scheinen mir sehr voll zu sein und das finde ich gut. Für meine besonderen Schminkies. Ich glaube, ich mache die erstmal aufstapeln. Wimpern gehen immer. Jetzt haben wir was für die Augenbrauen. So eine Seife. Ja, für die Augenbrauen. So eine Seife, wo man die Augenbrauen Härchen mit festmachen kann. Habe ich auch selber, habe ich glaube ich auch. Gar nicht. Habe ich das noch im Backup? Ich habe das im Backup, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Geht auch weiter. Dann ein Haarspray, also ein duftendes Haarspray, Wasserhaarspray mit so Salz, Wasser, Meereswasser drin. So, wisst ihr, was ich meine? Ein Seewasserhaarspray, genau. Habe ich auch noch, geht auch weiter, weil das benutze ich gar nicht so. Jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir von My Little ein Lidschattenstift. Geht auch weiter. Werde ich jetzt auch nicht zwatschen, weil ich finde das nicht so schön, wenn neue Produkte, die noch nicht benutzt sind, gezwatscht werden. Finde ich das nicht so doll. Dann haben wir von Andeco, was haben wir hier? Ein Kajal. Ein Eyeliner. Ne, Kajal-Liner. Ist das ein Schwarz? Oh ja. Ich glaube, den werde ich behalten, oder? Aber der ist zum Anspitzen. Ich glaube, den werde ich mal behalten. Auch wenn er zum Anspitzen ist. Kajal geht immer. Bei mir auf jeden Fall. So. Die war von mir. Das war eine Maske mit Tonerde. Okay. Dann bleibt sie, kommt die auch zurück. Oh, was haben wir denn hier? Ein Liquid Eyeshadow. Da bin ich ja, also war ja von Maxim aus der Reihe von der Limited Edition von Maxim. Auf dem Dings bin ich ja nicht raufgestiegen, ne? Auf dieser Limited Edition.
Nein, geht weiter. Geht weiter. Von Filoga. Eine Maske. Ist ja mal für einmal, ne? Ja, ein Pröbchen. Geht auch weiter. Pröbchen. Oh, das bin ich gerade am Testen. Kommt im Aufgebrauch was dazu. 3-in-1 Conditioner, Hair Mask und Finish Cream. Bin ich gerade in, ist gerade in der Dusche. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich weiß es auch nicht so. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wie es so gewirkt hat. Ich muss es nochmal testen und mich in meinen Kopf abspeichern. Ich teste so viel. Genau. Vom Paradox war das. Das geht erstmal weiter. So. Ich muss das schnell einpacken, sonst hole ich wirklich alles hier raus. Bin immer noch am Überlegen. Nein. 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 Man kann nicht immer alles behalten. Nein. Obwohl ich. Nein. Nein. So. Ich darf nicht. Nein, 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 nein. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Die Kerzen sind immer noch hier drin. Die Kerzen. Ich glaube, die waren, ich weiß nicht. Nein, die gehen weiter. Okay, da kommt mein Salz zurück. Dann werde ich es jetzt selber benutzen. Ich habe es nämlich noch nicht benutzt. Das war nämlich aus dieser Box, die ich... Piepbox war das, war die Piepbox? Ich glaube Piepbox, in der Piepbox war das drin. Und da ist dieses... mit dem Zoll ist, habe ich die abbestellt, die Box. Die war eine tolle Box auf jeden Fall. Ja, das werde ich heute Abend selber benutzen, das Peeling, ein Salzpeeling mit Shea Butter. Das war von mir, werde ich selbst testen. Von Steve Laurent ein Powder, Rosengold, ein losen Powder. Geht auch weiter. Dann haben wir eine Lippenmaske mit Honig. Oh, mit Honig ist gut. Mit Honig ist gut. Mit Bio-Honig. Hört sich interessant an. Ich glaube, das werde ich mir mal rausnehmen. Mal gucken. Das ist unbenutzt. Nehme ich mir das raus und lege einen anderen Pflegestift vielleicht rein. Das interessiert mich. Ich mag Honig. Aber komischerweise, die Produkte, ne, sind nie richtig voll. 8 Milliliter und ist bis hier nur gefüllt. Bis hier. Dann sollen wir doch kleinere Flaschen machen. Kleinere. Und das interessiert mich auf jeden Fall mit Honig. Mit Honig ist gut. Oh, was für die Haare. Für perfekten, messy, brown und natürlichen, lässigen Look. Ist das was? Ist das eine Pflege oder ist das ein Styling-Produkt? Muss mal eben gucken. Mit Jojobaöl und Rosenwasser. Ich glaube, ich habe das noch. Vielleicht brauche ich rein mit dem trockenen Haar kneten. Oh, da kann ich ja jetzt gut gebrauchen, ne? Ich glaube, ich habe das sogar noch. Ich muss mal gucken. Ich mache das mal auf den Stapel, auf Stapel, auf Stapel, weil das kann ich jetzt gut gebrauchen. Aber ich meine, ich habe das war, glaube ich, in der Goodie Bag drin, ne? Aber ich werde das machen, behalten. Das hört sich gut an. Ich muss gucken. Ich muss gucken. So, das packe ich erstmal wieder zurück und werde nachher alles umpacken. Genau. So. Dann haben wir diese tolle Tasche drin. Die finde ich ja unheimlich schön. Das war eine Sonderedition. Ich glaube, letztes Jahr. Ich bin mir, ist halt doch von der Glossy Box, oder? Ne, ist doch nicht von der Glossy Box. Aber irgendwo habe ich die Tasche gesehen. Ich glaube, bei TK Maxx. Ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich das gesehen. Oder irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Eine schöne Tasche. Schöne Tasche. Aber ich verreiß ja nicht so. Aber ist schön. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes drin? Von Hello Berry war es. Okay. Glow Booster. Das finde ich gut. Ich habe nämlich gerade auch einen Glow Booster hier im Gebrauch. Und das kann ich euch nur empfehlen, dieses hier. Dieses hier, das ist wirklich mega, mega, kann ich euch nur empfehlen.
von Hello Body Glow Booster. Okay. Ich mach mal ein Tröpfchen hier drauf. Seht ihr den Glanz? Toll, oder? Ich mag das. Ich mag das voll. Er zieht jetzt ein, ne? Aber trotzdem ein leichter Glanz. Ich überlege mir das. Wo ist denn jetzt die Schachtel? Da, Papier. Ich überlege mir das mal. Muss mir das überlegen. Mache ich auch vielleicht Stapel. Ich guck mal. So. Ein Wimpernzange habe ich selber noch genug. Die reisen bei mir auch meistens weiter. Ich habe da, glaube ich, zwei. Und die geht weiter. Die geht weiter. Lege ich mal kurz hier hin. Ist aus der neuen Reihe, ne? Face Serum. Sieht ja toll aus. Diese kleine Blütenblätter war aus der letzten Limit Edition. Sieht ja toll aus. Glasflasche. Sunflower Extrakt. Ach man, Leute, ihr macht das immer so schwer. Ich weiß nicht. Das wird total schön aus. Ich will mir stundenlang angucken. Man weiß nicht, wie es ist, ne? Was soll denn handeln sich hier? Ich kann es nicht lesen. Natural Spirit. Hyaluron, oder was? Gesichtsserum mit Hyaluron. Ach nee, komm, ich habe so viel Zeug, es geht weiter. Soll sich jemand anders dran erfreuen? So. Ist leider zu hell, das Make-up. Das ist ein wirklich gutes Make-up. Ein mattes Finish. 24 Stunden halt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber das ist wirklich zu hell. Obwohl, wenn ihr jetzt ein dunkleres Make-up habt, was euch für euch zu dunkel ist, könnt ihr solche Geschichten zum Aufhellen nehmen. Ist ja schon fast weiß. Das ist ja schon fast weiß, ne? Das war ja schon offen. Ich mach mal ein Tröpfelchen hier drauf. Aber das wird weiter wandern. Ich wollte euch das mal eben nur zeigen. Für mich ist das viel zu hell. Auch im Winter wäre das so hell für mich. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber das ist schon fast weiß. Schaut mal, wie hell. Ne? Das ist schon fast weiß. Okay. Aber es ist ein tolles Make-up, ne? Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wirklich, 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 wirklich. Jetzt habe ich meine Hände hier voll, muss ich mal eben schnell. Mal eben ein bisschen abmachen, bevor ich irgendwie was versau. So. Fertig. Oh, das riecht total lecker. So. Okay. Ja, ist leider zu dunkel. Zu hell für mich. Obwohl, solche Geschichten kann man jetzt zum Mischen nehmen. Ne? Wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt. So, jetzt haben wir eine Esprit-Döschen, ein Schmuckdöschen. Na, finden wir was von Esprit hier drin? Schauen wir mal. Dann haben wir hier einen Ring. Ist leider zu groß. Aber schlecht ist es nicht. Aber willst du mich heiraten, sagt der Ring. Ne? Ja. Schön. Aber ist leider zu groß für mich. Und der passt nur auf, sieht nur gut aus auf so, auf dem Finger. Aber ich komme nicht dazu, das zu tragen, weil während der Arbeitszeit trage ich das nicht. Weil es ist gefährlich bei mir auf dem Job, Ringe zu tragen. Weil, ich habe das bei einer Arbeitskollegin hat sich schon mal ihren Finger damit abgerissen. Ganz übel. Oder ich sag jetzt mal so. Es ist schon übel. Nee, für mich ist es nicht, weil wie gesagt, ich komme das nicht zum Tragen. So.
Oder ich habe keine Zeit und auf Arbeit fahre ich das nicht. Oh, die ist schön. Ich weiß gar nicht. Auch glaube ich so eine Kette. Oder nee, so eine ähnliche war das. Ah, schön. So eine doppelte Kette. Oder ist das eine? Ne, ist eine doppelte, ne? Schön. Schön ist es ja. Ach. Kitty. Ist ein bisschen verdreht. Ich werde mir das mal überlegen. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich muss sie nochmal entwirren. Entwirren. Ich muss mal schauen. Ach, ich muss schauen. Ach, nee. Ich habe alles, es war alles schön, aber ich kann das leider nicht tragen. Wann denn? Ich habe da leider keine Zeit für, das zu tragen. Ich habe kein Zeit. Keine Zeit. So, dann haben wir hier noch Nagellacke. Nagellacke, Nagellacke. So, ein Babyrosa. Schön. Ich glaube, den werde ich mir mal rausstellen. Babyrosa. Den habe ich, glaube ich, letztens auch schon seit da gereicht. Ich weiß nicht. Oder habe ich den? Ich habe den auf jeden Fall. Dann ein, also auch schön, mag ich auch, so einen hellen Ton. Und den habe ich selbst. Den habe ich. Tolle Nagellacke, kann ich euch echt nur empfehlen, die halten super. Ist nicht schlecht, ne? Nein, ich habe einen erreicht. So, dann haben wir noch einen Karton, dann haben wir es gleich geschafft. Haben wir noch ein Karton, der ist schwer. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Okay, der rätselhafte Zauberwald, eine Knobel-Escape-Spiel. Ab 12 Jahren 1 bis 4 Spieler, ca. 75 Minuten Spielzeit. Das ist interessant. Muss mal gucken. Ach. Nein, es geht weiter. Das ist mir zu kompliziert. Schauen wir mal. Jetzt haben wir etwas von Dresdner Essenz. Duschbad-Konzentrat zum Anmischen. Hier hat sich schon jemand etwas angemischt. Und hier zum Nachfüllen. Es gibt Handwaschzeugs zum Selbstanmischen von Dresdner Essenz, Badezeugs, Haarshampoo. Ich habe das Haarshampoo schon mal getestet und die zum Händewaschen habe ich schon mal getestet. Das zum Händewaschen fand ich ganz gut, ne? Das war auch mit Hanfextrakt gewesen, genau. Das Haarshampoo war jetzt nicht so prickelnd, deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern. Genau, fand ich nicht schlecht, ne? Ist ein nachhaltiges Produkt, aber das wird auf jeden Fall weiter wandern. So, was haben wir noch hier drin? Eine Palette. Ach, eine Concealer-Palette. Ja, schlecht ist es nicht, aber wird auch weiter wandern von Catrice. Ne? Kann man gut mit arbeiten. Genau, kann man super mitarbeiten. Kann man auf jeden Fall, wenn man unter der Augenringe hat oder dicke Pickelchen, kann man damit abdecken. Ne? So, dann haben wir, glaube ich, etwas nochmal was von Hello Buddy. Ein Aha! Tonic. Alu-Tonic. Aha. Exfoliator.
Okay, kenne ich nicht. Müsste ich mal nachgucken, was das genau ist. Das steht nie auf Deutsch drauf hier, oder? Also, warte mal. Bringe deine Haut zum Strahlen mit diesem Tonic und Fruchtsäure für seinen sanften Peeling-Effekt. Ach, ne. Ah, wird damit auf die gereinigte Haut auflangen und direkt Kontakt mit den Augen und Mund vermeiden. Für 10 Minuten einwirken lassen und anschließend Nachtcreme auftragen. Okay, das bleibt auf der Haut drauf. Nein, das wird weiter wandern. Das wird wieder weiter wandern, genau. So, dann haben wir hier ein Shampoo. Ihr wisst doch, ich kann an Shampoo nicht vorbeigehen. Isana Blütenkraft Glanzshampoo Passionsblüte mit Reiswasser und Reiswasser. Das ist, glaube ich, neu in der neuen Edition. Ich weiß es nicht. Habe ich schon mal vor kurzem gesehen. Ich glaube, das werde ich mir mal zur Seite packen. Werde ich mir das zur Seite packen? Ihr wisst doch, alles, was mit Haare zu tun hat. Haare und Duschen. Haare und Duschen. Ich überlege. Ja, ich pack's es mir raus. Ich glaube, ich behalte das. So, und dann haben wir hier ein Gesichtsspray. St. Moritz habe ich, glaube ich, selber noch. Ja, habe ich selber. Selbstbräunung zu Gesichtsspray. Ja. Ich habe, ne, ich habe es auch schon verschenkt und weiterverkauft und hin und her, weil ich so viel habe. St. Moritz ist eine super Marke. Leicht und erfrischend auf jeden Fall mit Kokosnussöl. Nein, das geht weiter. Oh, das riecht bestimmt gut. Nein, das geht weiter. Oder soll ich das behalten? Ich muss mal nachschauen, ob ich das habe. Ich kann jetzt auch nicht riechen, wie das riecht. Wenn ich wüsste, ob das nach Kokosnuss riecht, dann würde ich es behalten. Ich habe nämlich das von dieses andere habe ich nämlich. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Riecht es nach Kokosnuss? Ich weiß nicht, wie es weiter. Das war von mir. Body Lotion mit Sanddorn Body Lotion. Okay, will keine Arbeit. Dann gebe ich das meiner Mutter. So. So. Dann kommt die Palette zurück. Ich verstehe nicht, warum will die denn keine haben? Ist da was mit los? Ich habe nämlich gar nicht reingeguckt. Sieht ja auch ganz ansprechend aus. Aber keiner will diese Palette haben. Warum nicht? Ich habe das nur einmal benutzt für ein Schminke hier. Werde ich euch mal hier einblenden. Ja, wenn ich das Video noch finde. Genau, Katastrophe hoch 10. So, okay, von Reval de Loves, de Loop, Reval de Loop, eine Eyeshadow-Palette. Geht auch weiter. Und dann haben wir noch eine Palette drin. Oh, die hatte ich mir damals nicht gekauft. Die hatte ich mir damals nicht gekauft. Von Maxime Jacquemot von Catrice. Oh, die hatte ich mir nicht gekauft. Oh, siehst du, das sind solche Momente in Trash-Wander-Paketen, wenn da ein Schätzchen drin ist, was man sich kaufen wollte und dann nicht mehr gekauft hat, weil das irgendwie ausverkauft war. Und dann hat man das in diesem Trash-Wander-Paket drin. Ne? Und ja, schön. Darüber freue ich mich riesig. Na klar, die muss auf jeden Fall bei mir bleiben, ne? Schaut mal. Die muss ich testen. Die schreit doch nach Tanja. Das Blau, das Orange, das Gelb, das Lila, wieder Lila, Grün. Oh ja, da freue ich mich drauf. Danke, danke, danke. Wird hier reingepackt, wird hier reingepackt. Oh, ich liebe diese Palette. Ich liebe diese Palette. Ich hab sie. Hab ich jetzt. Ich weiß nicht, bald. Das ist mega. Das ist mega. Das ist mega. So, und dann haben wir noch etwas drin von Isana. Body Balm mit Arganöl, zart schmelzende Verföhnpflege mit kostbarem Argan und Mandelöl. Ja, die wird weiter wandern. Schön, 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 schön. Dann sind wir jetzt durch.
Da habe ich doch noch was Schönes ergattert. Ja, so, mein Lieben. Gerne kommentieren. Ne? Ein Däumchen. Würde mich riesig drüber freuen. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Genau. So. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr bei den anderen Mädels vorbeischaut. Die werde ich natürlich unten in der Infobox verlinken. Die Mädels, ne? Genau. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr bei denen vorbeischaut. Auch ein bisschen Liebe da lassen würdet. Genau. Würde mich riesig drüber freuen. Natürlich dürfte ich wiederum nochmal bei mir auch ein bisschen Liebe da lassen. Würde mich natürlich auch riesig drüber freuen. So, meine Lieben, das war heute wieder ein langer Tag für mich. Genau. Weil nächste Woche, also bis das Video kommt, ist das schon alles Geschichte. Brauche ich euch jetzt gar nicht erzählen. So. Wie gesagt, das war's jetzt. Genau. Ich werde mich jetzt verabschieden. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt, dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bye, adieu, adios, tschö, mit ö, ciao.